Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bei mir im Gespräch ist Monika Maron und wir sprechen über ihr neuestes Buch, ihren neuesten Roman Arthur Lanz, in diesem Jahr bei S. Fischer erschienen. Frau Maron, schön, dass Sie da sind. Ja, danke. Freue mich auch. Ja, ein Roman, der in diese Zeit passt und auch nicht passt, würde ich geradezu sagen. Also in einem Land, wo die einzigen Helden diejenigen sind, die uns die Pizza bringen, die Lieferhelden, ist ein Roman, der Arthur Lanz heißt, vielleicht ja, wie aus der Zeit gefallen. Ist das etwas, was Sie vermissen, Heldentum? Ja, vor allen Dingen vermisse ich die Achtung vor Heldentum und Heldenmut. Also wenn das überhaupt nur noch im Zusammenhang wie Lieferheld oder Helden des Alltags oder Helden einer Suppenküche oder so, dann ist ja damit das Risiko, ein Held wirklich zu sein, erstmal verschwunden. Also ein Held riskiert was, er riskiert erstmal sein Leben, er riskiert aber auch etwas zu tun, was furchtbar ist, aber was sich dann eben nicht vermeiden lässt, um etwas noch Schlimmeres zu verhindern. Also ich schreibe ja in dem Buch über die Geschichte, die Fontane da in seinem Stechlin erzählt. Mhm. Ja? Also wo einer eine Entscheidung auf sich nimmt, die unter anderen Umständen, als die da geschilderten, eigentlich ein Verbrechen wäre. Mhm. Und das nimmt er auf sich, um etwas noch Schlimmeres zu verhindern. Mhm. Und das bezeichnet er als wahren Heldenmut, also der Pastor. Und ich vermisse einfach die Möglichkeit, dass wir Helden brauchen werden. Mhm. Wir reden von der postheroischen Zeit, aber was heißt das? Ja. Wir leben in einer Welt, die voller Kriege ist. Und die Kriege sind uns nicht so fern. Ja. Und was tun wir, wenn sie über uns kommen? Postheroismus muss man sich leisten können, sagt Charlotte Winter hier. Können wir uns das derzeit noch leisten oder brauchen wir einen neuen Heroismus, um gewappnet zu sein gegenüber den Aufgaben der Zukunft? Ich denke eigentlich ja. Also wir haben es ja mit einer Konfrontation zu tun, also mit Männern zum Beispiel, für die Ehre und ihre Art von Heldentum ja eine unheimliche Bedeutung hat. Und darüber lässt sich ja nicht einfach nur diskutieren. Da kann man nicht sagen, nun sei doch nicht so. Sondern man muss denen ja was entgegenhalten können, zumindest erstmal als etwas, was da steht und einsatzfähig wirkt. Also wenigstens das erstmal. Also die Ansage, wir können auch. Aber wenn wir das schon zurücknehmen und sagen, wir wollen ja nur reden, damit ist, glaube ich, nicht viel zu gewinnen. Mhm. Arthur Lanz, der Titelheld, ist so ein Mann, 50 Jahre alt, der ja geradezu darüber verzweifelt oder zumindest die Sehnsucht nach diesem Heldentum hat. Und wir lernen ihn kennen durch die Sicht von Charlotte Winter, die Ich-Erzählerin, eine pensionierte Lektorin, die seine Bekanntschaft macht. Und sie greift ihn sozusagen auf, könnte man fast sagen. Was interessiert Charlotte Winter so oder fasziniert sie an Arthur Lanz? Naja, sie kommt durch ihn erstmal überhaupt auf das Thema Held, weil Arthur Lanz hat seinen Namen ja durch seine heldensüchtige Mutter, die sich in ihrer Jugendzeit mal in diese Artus-Legende verliebt hat. Und Lanz hieß er nun sowieso schon wie Lancelot und dann nennt sie ihn auch noch Arthur nach König Artus. So, also der läuft mit dieser Bürde rum, dass er eigentlich irgendwie seine Mutter hat in ihm einen heldenhaften Mann erwartet oder auch nicht, darüber denkt danach, was sie eigentlich von ihm erwartet hat. Und Charlotte Winter lernt diesen Mann kennen in seinem Dilemma und macht sich Gedanken über diese Männergeneration überhaupt, die ihr irgendwie verunsichert vorkommt und nicht so recht weiß, was ihre Rolle ist. Und außerdem konfrontiert sie das mit dem Begriff postheroisch. Also wie verhält sich das eine zum anderen? Ja. Und das ist ihr Interesse. Ja, also wenn ich das höre, diese heldensüchtige Mutter, da vermute ich ja fast, dass auch in der Frau, wenn man so sprechen will, eben schon
die Sehnsucht nach einem Helden angelegt ist, den man aber in den Mann projiziert. Der Mann soll der Held sein. Da geht's, also das nimmt Charlotte Winter an, weil die ist ja ungefähr die gleiche Generation wie die Mutter, dass es der vielleicht eher um Ritterlichkeit geht. Also die kam ja aus dem Krieg, also eine Kindheit im Krieg und wuchsen ja auch mit einer geschlagenen Männergeneration auf. Aber da denke ich, ging es doch eher um das ritterliche Bild verbunden mit der Minne, die ja später dann über diese Artus-Legende auch noch kam. Also wahrscheinlich weniger den blutrünstigen, schlagenden Ritter als den ritterlichen Mann. Das ist ja auch was Schönes. Ja. Ja, das ist ja vielleicht auch etwas, was uns verloren gegangen ist. Ja, also C.S. Lewis hat gesagt über The Necessity of Chivalry, dass wenn wir keine Lancelots produzieren, dass die Welt dann zerfallen wird in diejenigen, die in Blut und Eisen sehr gut sind, aber nicht die Milde haben in der Halle, wie er sagt, also den Damen gegenüber, und in die anderen, die nur noch mild sind, aber dann eben schwächlich sind. Ja. Also ich zitiere ja da die, in dem Buch die Rede des Bruders von Lancelot, als der dann gestorben ist und der ihm eine Totenrede hält. Und das ist wirklich so was Schönes, wenn man das liest, wofür er ihn lobt, denkt man wirklich, was kann man über einen Mann Schönes sagen. Ja? Und das hat nichts mit einem blutrünstigen Kämpfer zu tun, sondern eben wirklich mit einem ritterlichen, sehr mutigen Mann. Ja. Jetzt empfindet Arthur das ja geradezu als Bürde, eben seinen Namen, und vielleicht empfinden auch Männer immer wieder sozusagen den Anspruch, ein Held zu sein, als Bürde, so wie man sagen kann, ein bestimmtes Körperideal, vielleicht vor allem für Frauen, empfinden die als Belastung, sich immer danach richten zu müssen. Wäre es nicht besser in einem postheroischen Zeitalter, weil diese Erwartungen wegfallen? Der Mann kann eigentlich alle Rollen annehmen, er muss kein Held mehr sein, und dann könnte sich Arthur Lanz eigentlich auch davon verabschieden, und wir haben es wie so ein überkommenes Ideal, das aber niemanden mehr interessiert. Kann ja sowieso nicht jeder Mensch ein Held sein. Und außerdem, glaube ich, kann es ja auch sein, dass man überhaupt nur an einem Tag in seinem Leben ein Held war und ansonsten einfach ein Mensch, der sein Leben lebt. Es geht ja um die Bereitschaft und auch das Bewusstsein, dass man vielleicht etwas zu verteidigen hat, was einem so viel wert ist, dass man sich dem auch hingibt. Und außerdem, ich meine, Arthur Lanz wird am Ende des Buches ja auch kein Held, aber er rafft sich zu Mut auf. Und das wäre ja erstmal die Bedingung, die Vorbedingung, um überhaupt über mehr als normalen Mut nachzudenken, um überhaupt den Gedanken an Heldenmut zu wagen. Aber wie gesagt, man kann ja gar nicht von jedem Menschen erwarten, dass er ein Held sein will. Darum sage ich, mir geht es eigentlich auch mehr um die Achtung vor Heldenmut, als dass ich nun von jedem Menschen erwarten würde. Das ist ja Quatsch. Aber wir gehen einfach mit dem Begriff, also mich hat der Begriff Postheroismus wirklich herausgefordert. Ja, darüber denke ich schon seit 5 Jahren nach. Und denke, was soll das bedeuten in einer Welt, die eben nicht friedlich ist? Und man entscheidet eben nicht selbst, ob man einen Feind hat oder nicht. Wenn mir jemand gegenübersteht und sagt, du bist mein Feind, ich bin dein Feind, dann habe ich einen Feind, ob ich will oder nicht. Und dann muss ich mich dazu verhalten. Und dann brauche ich Mut. Oder ich ergebe mich, ja. Ja. Arthur Lanz erlebt dieses Gefühl, ein heiliges Gefühl, fast heiliges Gefühl des Glücks, als er seinen Hund rettet, ihm abhanden kommt im Feld, im Rapsfeld. Und da habe ich mich gefragt, oh, da gibt es doch ganz viele alltägliche Situationen für uns offensichtlich, Helden zu sein, nicht mit der Berufsbezeichnung Held durchs Leben zu gehen, sondern immer wieder die Momente, vielleicht auch das Abenteuer, so etwas zu bestehen, den Mut zu beweisen, könnten wir eigentlich täglich haben. Also ich frage mich, wenn man von postheroischem Zeitalter spricht, fehlt uns die Gelegenheit oder sind wir anders geworden? Fehlt uns der Mut? Ist uns das aberzogen worden? Die Gelegenheit müsste doch eigentlich
mehr als je da sein. Naja, so viele Gelegenheiten gibt es ja nun hier nicht. Also für mich ist, und das ist ja die Sache mit dem Hund, den er da rettet, ist Heldentum eine Sache zwischen Opferbereitschaft und Liebe. Also aus Liebe zu dem Hund stürzt er sich da in dieses Rapsfeld und ihm selber geht es nicht gut, er hat schon irgendwie einen leichten Herzfehler und kann sich vorstellen, dass er in der Hitze und mit der Aufregung da in dem Rapsfeld liegen bleibt und man beide erst nach der nächsten oder bei der nächsten Ernte finden kann. So, und dass er das gewagt hat, dazu etwas, was ziemlich aussichtslos war, so einen Hund in so einem Rapsfeld zu finden. Aussichtslos und gefährlich für ihn auch. Und dass er das getan hat und dass er das auch noch geschafft hat, das macht ihn einfach glücklich. Und eigentlich läuft er diesem Gefühl von Glück hinterher. Er möchte das wieder haben. Ja. Und ja, so fängt es vielleicht an. Auch eine Sehnsucht, die wir vielleicht brauchen, also oder die haben wir und es ist etwas, was zu uns gehört, einfach zu unserer Condition humaine sozusagen und wir kriegen das nicht aus uns raus. Na, ich weiß nicht, es gibt ja so ganz kleine Dinge, zu denen gar kein Heldentum gehört. Also man sieht auf der Straße einen hilfsbedürftigen Menschen und hilft dem. Also führt ihn über die Straße oder trägt ihm die Tasche oder macht irgendwas anderes. Das macht einen ja froh. Man geht ja eigentlich ein bisschen glücklich weiter, weil man das Gefühl hat, man hat was Schönes getan. Also es hat mit Heldentum erstmal noch gar nichts zu tun. Aber wir wollen ja gerne gut sein, ja. Wir fühlen uns ja besser, wenn wir gut sind. Allerdings nicht gut sein als Parole, sondern gut sein als Tun. Ja, wer auch gut sein will, wenn man es positiv sehr wenden wollte, ist Franziska Schwarz, die im Grunde genommen so die in einer späteren Episode dann den, sagen wir, Feldzug anführt gegen Geralt und gegen Arthur, also gegen Geralt vor allem, der sich eines Vergehens schuldig gemacht hat. Und um das zu erklären, ich glaube, die Zuschauer werden diese Begebnisse kennen. Geralt hat irgendetwas gepostet, er hat vom Grünen Reich gesprochen, wo er eben eigentlich nur physikalisch, von seinem physikalischen Wissen her meinte, wir können wahrscheinlich nicht alle unsere Energie mit Windrädern und so beziehen und hat dann die Parole oder das Wort vom Grünen Reich gesprochen und später hat es dann die Partei, die rechte Partei dann auch gepostet oder verwendet und jetzt muss er sich distanzieren. Er arbeitet an einem Institut und wird jetzt gezwungen eben Aufgabe gestellt, er soll sich distanzieren, obwohl er da eben eigentlich nichts mit denen zu tun hatte. Und diese Franziska Schwarz, wo sie jetzt auch sagen, naja, wir wollen ja alle gut sein, da habe ich auch manchmal das Gefühl, das sind ja auch, man würde es heute sagen, Social Justice Warriors, das sind ja auch Krieger für das Gute. Wollen die nicht auch einfach nur Helden sein und dann gegen das Böse kämpfen, das sie dann in Geralt zum Beispiel oder in der rechten Partei sehen? Ja, vielleicht haben sie das Gefühl, aber sie tun ja eigentlich nichts. Sie sagen ja nur, also das Gutsein von Franziska Roth fängt mit einer Denunziation an. Das ist ja kein Gutsein. Und es ist auch keine Tat. Also, und es ist schon gar kein Heldentum. Und außerdem, der Held ist immer ein Einzelner. Der ist nicht in der Masse. Das ist dann der Herdenmut. Nicht der Held. Ja, mein Verdacht ist ein bisschen, dass dadurch, dass das wirkliche Heldentum fehlt, versteckt es sich in so einem Herdenmut, dass man sieht, ja, okay, ich will ja auch irgendwas tun, aber ich bin nicht mutig genug selber und ich habe auch diese Vorbilder nicht, aber ich will ja trotzdem irgendwas tun, dann macht sie das da so. Ganz interessant fand ich, dass es dann von dem Institutsleiter auch eben die Parole gab, natürlich herrscht bei uns Meinungsfreiheit, hier darf alles gesagt werden, es sei denn, es schadet dem Institut. Und Geralt dann in diesen Widerspruch kommt, naja, ich bin ja natürlich hier Mitglied des Instituts, aber zum anderen bin ich auch ein Bürger, der das Recht hat, eben sich auch kritisch zu äußern. Und ist
da eben genau der Gegensatz zwischen, also den, wenn wir das Institut so ein bisschen allegorisch für unsere Gesellschaft nehmen, so die, was wir mit der Meinungsfreiheit machen können, heute zu sagen, ja, natürlich darf man alles sagen, es sei denn, es schadet der Gesellschaft. Hey, nun kann man ja diesen Institutsdirektor noch verstehen, weil der sagt, da hängen Fördergelder dran und Sponsoren, also er will, denn eigentlich hat er ja eine geheime Sympathie für diesen Gerald, weil der ist ja schon ein ziemlich extremer Charakter, also von dem wird gesagt, dass er als Jugendlicher mit dem Fahrrad die Skipiste runtergefahren ist, nur weil es verboten ist und weil er gewettet hat und sich dabei eben auch schwer die Knochen gebrochen hat. Also und dieser Charakter ist dem Tannenberg, so heißt der Institutsdirektor, ja eigentlich sympathisch, aber der schützt sein Institut. Also das könnte man ja noch verstehen, wenn er um die Gelder bangt, die er da dran hängt. Und er will ja eigentlich diese Fehde gegen den gar nicht mitführen. Also der versucht sich ja da rauszuhalten. Das erste Mal wiegelt das ab und beim zweiten Mal geht er weg. Also soweit könnte ich noch folgen und das könnte ich auch noch verzeihen. Bloß da, also das ist Pragmatismus und keine Ideologie. Aber da, wo es ein rein ideologischer Kampf ist und auch tatsächlich eine Einschränkung der Meinungsfreiheit im Sinne der Meinungsfreiheit und nicht im Sinne von ökonomischem Pragmatismus in dem Fall, da, ja, dafür steht dann aber eher Franziska Rudolph und diese feige Menge der anderen Mitarbeiter bis auf ein paar Ausnahmen. Ja. Ich will nicht zu viel vom Schluss verraten oder lieber gar nicht, aber es gibt ja die Möglichkeit, dass das gut ausgeht und dass das schlecht ausgeht. Für auch jetzt Arthur, der jetzt auch seinen Mut eben aufnimmt oder dieses Abenteuer auch auf sich nimmt und sich äußert. Haben Sie einen doch da eher pessimistischen oder optimistischen Blick auf diejenigen, die sich in unserer Gesellschaft heute dann gegen diese Herdenmoral wenden? Und ich will nicht zu viel verraten, sozusagen, wie es ausgeht. Jenseits des Buches. Jenseits des Buches bin ich im Augenblick gar nicht optimistisch. Also weil ich eigentlich nicht sehe, wo sich in nächster Zukunft wirklich was ändern kann. Und also ich sehe es schon gar nicht in der Politik, auch bei allen Konstellationen, die uns bei der nächsten Wahl irgendwie überraschen können oder gar nicht überraschen können. Also da nicht, und ich sehe es auch nicht in der allgemeinen Stimmung, oder naja, Stimmung, das ist so eine Sache, die Stimmung ist ja vielleicht gar nicht mal so gut, aber ich glaube, es gibt zu wenig Mut und zu wenig Entschlossenheit und vielleicht im Augenblick auch keine realistische Möglichkeit für Leute, sich vernünftig zu organisieren. Also die FDP fällt aus, nicht? Leider. Also ich finde, das ist die größte Lücke, die es gibt, eine liberale Partei. Die AfD hat sich leider nicht dahin entwickelt, wo man sich gewünscht hätte, dass sie eine wählbare Gegenkraft, also eine wirkliche akzeptable Opposition ist. Die haben also wirklich zu viel mit sich und ihren radikalen Leuten zu tun. Und darum sehe ich erstmal gar nicht, wo sich etwas, also eine Kraft tatsächlich bilden könnte, die was ausrichten kann. Und außer schlechter Stimmung zum Teil auch eine Verzweiflung, ja, von einzelnen Leuten, die gern was ändern würden und nicht wissen wie, sehe ich eben im Augenblick überhaupt keine realistische Möglichkeit, um an dieser Politik und auch an dieser Cancel Culture oder wie wir es so nennen wollen, maßgeblich was zu ändern. Und das spüre ich ja auch selbst. Ja. Ja, auch Gerald ist ja der Opfer der Cancel Culture geradezu. Prophetisch würde ich ja sagen, aber wir erleben es ja auch die ganze Zeit. Ihr Buch ist ja im Grunde genommen so etwas wie eine postmoderne Aventüre, so würde ich es jetzt erstmal nennen. Die heißen Arthur und Gerald und Lanz und Hauschild. Und da ist wirklich auch eben so ein, da ziehen eigentlich auch die sozusagen die Jünglinge aus, um Recken, um Ritter zu werden. Ist vielleicht die Kunst
eine Möglichkeit, zumindest auf lange Sicht, wieder so ein positives Verständnis auch von Heldentum zu geben? Brauchen wir Sagen, brauchen wir positive Vorbilder, und die Kunst könnte sie liefern, um dann vielleicht auf lange Sicht etwas ins Bessere zu verändern? Ist schwer zu sagen. Also ich meine, ich weiß ja nicht, bis in welches Alter hinein die Leute also mir wirklich mit Märchen groß geworden sind, also auch mit den Märchen, die meine Generation einfach kennt. Da sind wir ja alle mit Helden groß geworden, eigentlich. Ja. Mit Rittern und Prinzen, und die haben alle große Taten verbracht. Na gut, Batman oder so. Ich glaube, ich muss Ihnen sagen, so überzeugt bin ich mit der Wirkung der Kunst nicht. Von der Wirkung der Kunst nicht, weil man gibt den Menschen was, die sowieso so denken. Die freuen sich und fühlen sich bestätigt, und das ist schön, das kommt auch zurück, das ist auch für mich dann schön. Aber die ganz anders denken oder die sich dafür auch nur so ein bisschen interessieren, für die ändert sich mit dem Buch nichts oder mit mehreren Büchern auch nicht. Daran glaube ich nicht. Also ich glaube, dass man eine Stimmung oder eine nicht nur Stimmung, sondern ein bestimmtes Wissen oder Wollen kann man bestärken. Aber ich glaube nicht ändern. Schreiben Sie denn mit Blick auch auf diese Leser, zum einen, die sich darin bestätigt fühlen und die das ja auch alles kennen, auch diese Diskussionen und das Denunzieren, und zum anderen vielleicht auf die, die sich sowieso aufregen werden, über Sie dann auch, als da ist jemand, der überkommene Geschlechterideale wieder etablieren will, reaktionär. Haben Sie die im Kopf beim Schreiben? Nee, eigentlich nicht. Mhm. Also ich war wirklich, ich wollte für mich auch rausfinden, was ist das eigentlich mit den Helden? Mhm. Ja. Warum interessiert mich das, oder warum stört mich dieses Wort postheroisch? Oder wo sind die Helden überhaupt geblieben? Also eigentlich denke ich am meisten an mich, wenn ich sitze. Und freue mich auch, wenn mir irgendwas einfällt, worüber ich lachen kann. Und das Einzige, woran man natürlich manchmal denkt, also auch wenn man es dann schon so ein Kapitel fertig geschrieben hat, dann überlege ich, wer mir dafür wieder eins über die Rübe zieht, ja. Ja. Also, und dann, aber daran kann man ja auch nichts ändern. Also, weder im Guten noch im Schlechten lasse ich mich irgendwie von der Wirkung leiten. Mhm. Tangiert Sie das noch? Die Reaktionen auf Ihr Schreiben sind in den letzten Jahren schärfer geworden. Ist das etwas, was Sie dann vielleicht auch mit einer Schere im Kopf schreiben lässt? Ich denke zum Beispiel auch an bestimmte Wörter. Hier wird es ihm ja zum Verhängnis, dem Gerold, das Wort vom Grünen Reich eben gepostet zu haben. Ich habe zum Beispiel mal zur NZZ Westfernsehen gesagt, und erst hinterher fiel mir auf, dass das ja AfD-Sprech ist, beziehungsweise man hat es mir aufs Brot geschmiert. Wir kennen alle diese Mechanismen. Vermeiden Sie bestimmte Formulierungen oder Gedanken? Also Gedanken bestimmt nicht. Bestimmte Formulierungen vermeide ich sowieso, weil ich also eine bestimmte grobe Sprache nicht mag. Also das liegt aber mehr an meinem Wesen als an der Angst vor Reaktion. Also gut, wenn man so ein Buch schreibt wie Arthur Lanz oder Munin, weiß man irgendwie vorher, es gibt Ärger. Ja. Das interessiert mich nicht weiter. Also das tangiert mich auch wirklich nicht mehr. Mich ärgert, wenn so missverständlich oder nein, missverstanden interpretiert wird, wo man merkt, es ist einfach mit Absicht. Ja? Da hat jemand einfach nicht anders lesen wollen. Aber das hält sich in Grenzen, mein Ärger. Es wird dann interessant, und dann wird es auch ernst, wenn es existenziell wird. Sie haben ja wirklich eine sehr bewegende Lebensgeschichte, und hier in dem Buch kommt auch die DDR vor. Und ich frage mich zurzeit auch immer, wo sind denn
die vielen, die die DDR-Erfahrung schon gemacht haben und die jetzt doch vielleicht ein gewisses Sensorium haben könnten für das, was so passiert. Wenn ich allerdings als jemand, der nicht, also der im Westen geboren ist, wenn ich von DDR 2.0 sprechen würde, was ich nicht tue, dann weiß ich schon, da kommt dann eben auch gleich die Keule. Mache ich also lieber nicht. Das Vergleichen ist dann immer irgendwie unstatthaft. Wie stehen Sie zu diesem Vergleich, solche Geschichtsvergleiche, wenn Sie eben auch Ihre eigene Erfahrung in Betracht ziehen? Naja, das ist so eine Sache, weil natürlich ist das alles auch anders. Hier ist ein Rechtsstaat, hier kann man klagen, hier kann man sich verteidigen. Man wird auch nicht eingesperrt, die Bücher werden auch wirklich nicht verboten. Also man könnte, hätte immer Möglichkeiten, die irgendwie anders sind, sogar selbst, als Selbstverlag machen zu machen. So kann man es nicht vergleichen. Ich kann es Ihnen eigentlich viel eher über ein Gefühl erklären, was man selber hat. Mhm. Wenn man plötzlich in einer Bedrängnis ist, die man so ähnlich schon mal erlebt hat. Mhm. Oder wenn man ein Ohnmachtsgefühl hat, weil man denkt, warum kann man sich dagegen nicht wehren, warum kann man das nicht ändern? Oder, da gibt es durchaus Parallelen und das weiß ich von vielen. Mhm. Und wenn Sie fragen, wo sind die alle? Also es gibt ja genug, gerade die Bürgerrechtler, die nun plötzlich angeblich AfD-nah sind, wobei sie wahrscheinlich nur so ähnlich reagieren, wie sie damals reagiert haben. Nämlich, wenn sie reglementiert werden, wehren sie sich. Und ansonsten gibt es genug Unzufriedenheit unter den Leuten. Also ich merke das auch bei Lesungen und zwar nicht nur im Osten. Ja. Also die Leute zumindest, die in meine Lesung kommen ja nicht hin. Aber die kommen, reden im Osten wie im Westen ganz ähnlich. Also machen sie weiter und gut, dass es sie gibt. Oder dass sie sich nicht trauen. Dann frage ich ja, warum, was passiert. Also sie haben erstmal Angst, geschnitten zu werden von den anderen Kollegen. Aber bis dahin, dass sie Angst haben, den Arbeitsplatz zu verlieren. Und wie gesagt, das ist mir auf beiden Seiten. Aber da fehlt für diese Schicht ja auch noch eine breite Stimme sozusagen oder eine Breite in den Stimmen, sagen wir, im Mainstream oder von Intellektuellen, die dieses Unwohlsein auch aufnehmen und formulieren, oder? Ja, eigentlich gibt es das doch, oder? Also ich finde, es gibt ganz viele tolle Texte, analytische zu der Situation, in der wir uns befinden. Die stehen nun nicht in der Süddeutschen Zeitung, und auch leider nicht mehr in der FAZ. Aber die Stimmen gibt es ja. Aber da sind wir wieder bei dem, worüber ich vorher schon geredet habe. Es fehlt eine organisierte Kraft. Also es fehlt eine liberale Partei oder überhaupt eine vernünftige Oppositionspartei, die man wählen möchte. Es geht ja damit los, dass man überhaupt nicht weiß, was man wählen soll oder will. Ja. Eigentlich nichts. Ja. So, und das weiß ich, geht vielen so. Und dann ist man in dieser Ohnmacht gefangen. Naja, weil man also 16 Jahre lang wusste, egal was wir wählen, wir kriegen Merkel. Und wenn man das nicht mehr wollte, gab es eigentlich überhaupt keine Alternative dazu. Ja. Eine Alternative, die ja auch im Buch angesprochen wird, ist das Auswandern. Haben Sie da schon selber öfter drüber nachgedacht? Nee, also nun nicht mehr, aber ich habe oft darüber nachgedacht, dass als wir im Osten waren, wir immer in den Westen kommen. Ja. Und wohin jetzt? Ja. Ja, ja. Nein, außerdem, jetzt würde ich auch nicht mehr auswandern. Aber für viele ist das eben ein Weg und das ist ja das, was ja eigentlich auch das Schlimme ist, dass die hochqualifizierten Leute zum Teil abwandern und nicht nur aus politischen Gründen, sondern einfach, weil sie woanders weniger Steuern zahlen und bessere Forschungsbedingungen haben und nicht andauernd jemand reingrätscht und das eine und das andere verbietet. Also das ist ja ein Problem, was Gunnar Heinsohn ja immer wieder beschreibt. Also es wandern unqualifizierte Leute ein und die Qualifizierten wandern ab. Und das kann für das Land ja nicht gut sein. Ja, ja. Es ist in dem Buch auch über die DDR die Rede davon, dass man dort Mut haben konnte.
Und dass das so die Illusion von Freiheit zumindest gebracht hat. Heute haben wir vielleicht die Freiheit und werden nicht in der Form unterdrückt, können aber diesen Mut offensichtlich nicht so aufbringen oder eben nur in anderen Bezügen. Ist das nicht eher ein positives Zeichen, dass man sagt, man muss ja gar nicht mehr so mutig sein? Und wenn ich mir mehr Heldentum wünsche, dann müsste ich mir eigentlich auch wieder rauere Zeiten eigentlich wünschen, weil die Voraussetzungen sind für wahren Heldenmut. Und ist nicht eben die Forderung oder Heldenmut auch eben zu positiv zu sehen, auch ein Wunsch nach, jetzt soll es mal wieder richtig rund gehen? Nein, ich glaube überhaupt nicht, dass es in der DDR mehr Mut gegeben hat. Eben nicht. Mhm. Also der war ja zunächst erstmal auch rar gesät. Mhm. Ja. Mhm. Und im Gegenteil, ich habe immer gedacht, so kurz nach 1990, wenn die Westdeutschen immer gesagt haben, das haben sie ja noch Jahre später gesagt, zum Teil bis heute, ich weiß ja nicht, wer ich da gewesen wäre in der DDR. Mhm. Eben weil so viele nicht mutig waren. Mhm. Und ich habe immer gedacht, das könnten sie eigentlich wissen, weil ich habe es bei den meisten mir denken können, wer sie gewesen wären. Aber heute könnten es alle wissen. Heute könnten alle wissen, wer sie in der DDR gewesen wären. Mhm. Ob sie sich trauen, in einer Redaktionskonferenz im Kreis ihrer Kollegen oder Bekannten zu sagen, was sie denken, oder ob sie sich das nicht trauen. Und das bei geringerem Risiko als in der DDR. Mhm. Und da sich ganz offenbar viele das nicht trauen, hätten sie sich in der DDR schon gar nicht getraut. Mhm. Also der Mut als Bevölkerungsdurchschnitt ist, glaube ich, ziemlich gleich verteilt in Deutschland jedenfalls. Mhm. Ja. Jetzt ist das in diesem Roman an Arthur Lanz, einem Mann, festgemacht, diese Sehnsucht auch nach Heldenmut. Aber es gibt ja auch eben die weiblichen Figuren, die eine ähnliche Geschichte da auch haben. Ist für Sie die Sehnsucht nach Heldentum und überhaupt die Aufgabe, ein Held zu sein, irgendwie mit den Geschlechtern, korreliert das mit den Geschlechtern oder ist es auch gleich verteilt? Also sagen wir mal, historisch ist Heldentum eher an den Mann gebunden. Mhm. Aber ich denke, Frauen können so genauso ritterlich sein wie Männer. Also ich finde überhaupt, also in dieser ganzen Geschlechterdebatte finde ich es traurig, weil es gibt schöne männliche Eigenschaften, also die historisch mit Männern verbunden ist. Mut und Kraft und Standhaftigkeit und so. Und statt sich da ran zu orientieren und für das, weil man es ja heute kann und darf, für sich selbst und eben auch als Persönlichkeitsmerkmal, wird es verpönt. Mhm. Ich finde, es ist etwas, was einfach eine schöne Menscheneigenschaft ist und nicht nur eine schöne Männereigenschaft. Mhm. Und Kriege, die vorwiegend mit Drohnen geführt werden, naja gut, das kann ja. wenn es dahin geht, das von den Geschlechterrollen ein bisschen abzulösen, entsteht vielleicht die Gefahr, dass Frauen in einer breiteren gesellschaftlichen Schicht sagen, ihr müsst keine Helden mehr sein, wir können selber unsere eigenen Heldinnen sein. Es ist sowieso nichts typisch Männliches, das habt ihr nicht für euch gepachtet. Also haltet uns bitte nicht die Tür auf, helft uns nicht in den Mantel und macht auch sonst keine ritterlichen Dinge mehr. Wir können das selber. Und dass das der Grund ist dafür, dass Männer wie Arthur Lanz eben so entmutigt, entmannt vielleicht sind und sich nicht mehr trauen, Helden zu sein. Naja, das ist ja auch, aber grundsätzlich muss man sagen, gut, also das Verhältnis der Geschlechter zueinander hat sich verändert. So. Das ist gut, für Frauen ist das erstmal gut. Und für die Männer ist ihr Bild ins Wanken geraten. Also das, was auch mal so ein Familienvater war, also mit den Sätzen, meine Frau muss nicht arbeiten. Also nicht mal so ein stolzer Arbeitersatz. Also das funktioniert nicht mehr, außerdem nicht nur deshalb, weil die Frauen das so nicht wollen unbedingt, sondern auch, weil man von einem Gehalt gar nicht mehr eine Familie ernähren kann, in der Regel. Ja. Und dass die Männer darüber erstmal verunsichert sind, halte ich für ziemlich normal. Und dass sie sich ihr eine neue Rolle suchen. Aber die müsste ja nicht so eine frauenähnliche Rolle sein. Also das fände ich langweilig. Mhm. Ja. Mhm.
Ich fände auch langweilig, wenn die Frauen so ähnlich wie die Männer wären. Obwohl ich ja gerade gesagt habe, sie können sich so. Aber es gibt eben Eigenschaften, menschliche Eigenschaften, die für alle Menschen schön sind. Mhm. Und dann gibt es eben die Geschlechter mit ihrer Anziehungskraft aufeinander. Und das fände ich schade, wenn das nicht mehr da ist. Ja. Charlotte Winter hat Mitleid mit den Söhnen der ehemaligen Patriarchen. Sie haben das auch gerade angesprochen. Also die sind verunsichert, die sind orientierungslos. Da ist ja auch eine gewisse, jetzt in der Gesellschaft zu sehen, eine gewisse Abrechnung mit den alten weißen Männern, die das vielleicht noch waren. Und wir haben da noch diese alten Figuren. Und wir haben das heute nicht mehr in der jüngeren Generation. Wenn man aber jetzt dieses Mitleid da äußert, ach ja, ach, ihr seid jetzt so, ne, eure Väter konnten noch mit der Faust auf den Tisch hauen und ihr könnt das nicht mehr. Ihr tun ja die alten Männer auch leid. Ja, noch schlimmer. Ihr tun die Patriarchen leid, die dann nur noch ins Greisenalter abstürzen nach irgendeinem. Und ihr tun die Söhne aber noch mehr leid, weil sie nicht recht wissen, wie sie mit ihrer neuen Rolle umgehen sollen. Ja. Ja. Aber ist da nicht die Gefahr, dass man sich das so heimlich wieder zurückwünscht und so, ach ja, so wie in den 50er Jahren, das war doch nicht alles schlecht damals, und dass man genau die Entwicklung, die Sie ja auch als positiv jetzt angemerkt haben, dass sich das Geschlechterverhältnis so verändert hat, wieder ein bisschen zurückdrehen will und durch die Sehnsucht nach diesen Patriarchen auch eine Bewegung anstößt, dass es wieder, ja, hoffähig sein kann, dass eben der Mann sagt, so, wenn solange ich arbeite, musst du nicht arbeiten gehen, und das heißt auch, eigentlich bleib lieber zu Hause. Also dass es eben im Geschlechterverhältnis wieder dieses Zurück zu alten Normen gibt. Also das glaube ich nicht, dass das einfach ginge. Andererseits muss ich sagen, reicht mir, wenn die Frauen die Wahlfreiheit haben. Mhm. Also es geht nur darum, dass sie das dürfen, was sie wollen, dass sie Pilotinnen werden können, wenn sie wollen, oder in den Weltraum fliegen, oder, aber dass sie auch sagen, ich möchte 4 Kinder haben und zu Hause bleiben. Mhm. Also es geht nur darum, dass sie die Freiheit haben, genau wie ein Mann zu wählen, wie sie leben wollen. Mhm. Und dass das überhaupt zurückzudrehen wäre, nämlich in die Verfügungsgewalt des Mannes, das glaube ich überhaupt nicht, dass das möglich wäre. Mhm. Und ich glaube nur, dass diese veränderte Situation zwischen Männern und Frauen sich wirklich einpendeln muss, weil es ist ja schwierig. Also wenn beide ihren Lebensplan erfüllen wollen, sich, das muss nicht kompatibel sein. Mhm. Ja. Also dann hat der eine prima Arbeitsstelle, weiß ich nicht, am Bodensee, und die Frau vielleicht in Schleswig-Holstein. Ja. So. Ja. Also man kennt das zum Beispiel von Schauspieler-Ehepaaren, nicht? Mhm. Dann hat der eine ein Engagement hier und der andere da, und dann gibt es da eben viel Scheidung. Also ist ja schwer, so ein Leben zu führen. Ja. Und schon das ist eine Herausforderung. Also ich habe früher immer gedacht, oder vielleicht, eine gute Ehe funktioniert überhaupt nur, wenn einer bereit ist, das Leben des anderen mitzuführen. Mhm. Und wenn das beide nicht mehr wollen, sondern beide ihr Leben führen, sind Probleme, und die muss man zur Kenntnis nehmen und muss man sehen, wie sich das überhaupt alles miteinander auf Dauer verträgt. Ja, ja. Auch für Kinder dann natürlich. Natürlich, ne? Für die Kinder, also diese Pendelkinder, das ist ja auch traurig, eine Woche bei der Mutter, eine Woche beim Vater oder so. Das sind so Modelle, die sich eben mit diesen komplizierten Verhältnissen zwischen Männern und Frauen eben mit herausgebildet haben, aber für die es eigentlich noch keine akzeptablen Lösungen gibt. Eigentlich müsste man 3 Wohnungen haben, ja? Eine Wohnung für die Kinder, und die Eltern ziehen jeweils dazu. Mhm. Weil dann hätten die Kinder wenigstens einen festen Ort und müssten nicht andauernd ihre Sachen hin und her. Ja, da ist eine gewisse Nostalgie. Was haben wir verloren und was war vielleicht auch gut an dem, was jetzt nicht mehr da ist? Und vielleicht sind wir gar nicht als Menschen dafür gemacht, Familien überhaupt zu haben in diesen modernen Verhältnissen. Also gleichzeitig mit Selbstverwirklichung,
auch beider Geschlechter, so absolut gleichmäßig umzugehen und dann aber auch noch eine Familie, die zusammenhält und sich oft sieht und vielleicht auch eine Großfamilie ist, irgendwie ans Laufen zu bringen. Vielleicht ist das einfach eine Paradoxie. Es ist schwer zumindest, also ich kenne Familien auf dem Land, wo ich im Sommer so bin, da funktioniert vieles noch. Also da wohnen dann noch die Schwiegereltern und die Eltern da und der Bruder oder so. Und da kann man noch gemeinsam ein Haus bauen und sich Dinge anschaffen und die Kinder kutschieren und so. Ja, weil auf dem Land ist ja ganz schwer, wenn ein Kind also Instrument lernt und Sport macht. Also muss ja noch viel mehr hin und her gefahren werden. Da gibt es so Familienverbände, die so noch funktionieren. In der Stadt, glaube ich, ist das schon viel schwerer. Aber es ist auf dem Land auch nicht leicht, weil ja viele Kinder wegziehen vom Land. Aber es gibt es halt noch. Ja, ich finde, das ist, ich wüsste auch nicht, wie man es auf Dauer löst. Ja. Das muss ich eben herausbilden. Aber, und wie gesagt, ich denke nicht, dass es einfach zurückgeht. Ich bin nur für die Wahlfreiheit für die Frauen. Und sonst muss man sehen, wie es wird. Ja. Frau Maron, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Wir haben Ihr Buch vorgestellt, Arthur Lanz, von Monika Maron, jetzt im S. Fischer Verlag erschienen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.